Ich werde euch jetzt mal versuchen, eine Runde hier auf unserer Slotkarbahn zu erklären. Sehr interessant in diesem Jahr. Wir haben Start und Ziel, dann einen relativ flotten Linksbogen, wo man aber auch schon dosiert am Gas sein muss. Geht über in eine auch schnelle Rechts, aber es geht nicht wirklich voll. Also immer gefühlvoll mit dem Gas umgehen. Dann können wir voll beschleunigen bis zur Spitzkehre. Die hat einen leichten Rechtsknick und dann 180 Grad links, also sehr gefährlich beim Reinbremsen. Dann wieder gerade zurück, auch der Rechtsbogen und Linksbogen leicht lupfen, sehr schnelle Passage. Dann eine etwas engere Rechtskurve auf die Gegengerade. Und dann haben wir nochmal eine ganz schlimme Schikane, kurz bevor wir dann irgendwann am Ende unserer Runde sind, die dann hinführt in eine ganz, ganz enge 180 Grad Rechtskurve. Vollgas Linksbogen, Haarnadel links, wieder schön dosiert rausbeschleunigen in den Rechtsbogen rein und dann die finale 180 Grad wieder auf Start und Ziel und da können wir voll aufziehen bis in die schnelle Linkskurve nach Start und Ziel rein wieder. Wir hatten natürlich eigentlich immer irgendwo sehr interessante Strecken und jede Strecke hat so ihre Schwierigkeiten, so auch diese hier. Es ist dann vielleicht mal, der Unterschied besteht dann darin, vielleicht mal 10 oder 15 Meter länger oder kürzer. Ich würde sagen, für dieses Jahr haben wir so eine Medium-Variante, die es aber auch in sich hat. Wenn man so im ersten Moment drauf schaut, sieht es relativ simpel aus, aber das Wichtige ist halt beim Slotten einen guten Rhythmus zu finden und den muss man auch hier haben. Und wenn du den Rhythmus nicht hast, dann wirst du nicht schnell sein und hast dann auch immer die große Gefahr, dass du irgendwo einen Haken da drin hast, der dich entweder langsam macht oder sogar komplett rauswirft. Also den Rhythmus hier zu finden, ist also auch sehr anspruchsvoll. Aber wir haben ja ein bisschen Trainingszeit und werden versuchen, das bis zum Rennstart dann wirklich im Griff zu haben.